So, jetzt nehmen wir alle ein bisschen zusammen hier. Perfekt, kriegen wir sowas drauf. Oh, ja. Hi, wir sind Wohnlos aus ganz Deutschland. Wir haben letztes Jahr das Radiosiegel gewonnen für unsere Sender. Und deshalb machen wir jetzt die Medienhauptstadt Berlin unsicher. Let's go! Ja, wir kommen gerade vom Medienzentrum bei den drei Sendern, Berliner Rundfunk, RS2 und KISS FM. Ich fand's nice, also hat mir richtig viel Spaß gemacht, Großraumbüro zu sehen, wie die alle arbeiten, fand ich inspirierend. Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr cool, auch mit den Moderatoren selbst sprechen zu können und sich mal anzugucken, wie die Sender untereinander vernetzt sind und wie viele Leute da so auf einem Haufen arbeiten. Und ich fand's auch sehr cool zu sehen, mit wie viel Feuer die dabei sind und wie viel Lust die auf ihren Job haben. Und ich finde, gerade nach so einer Fragerunde mit den Moderatoren kriegt man irgendwie immer mehr Bock auf sein eigenes Radio. Also dadurch, dass man sich von denen ein paar Ideen mal abholen kann, hören kann, wie die arbeiten, das inspiriert irgendwie. Und jetzt habe ich irgendwie noch mehr Bock, am Montag wieder auf die Arbeit zu gehen und das vielleicht auf unseren Sender anzuwenden. Hat Spaß gemacht. Hallo. Hi. Wir stehen vor dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und hier geht es normalerweise um den Fachkräftemangel oder das Bürgergeld. Aber es geht eben auch um Themen, wie gehen wir mit Journalisten um, wie spricht die Politik mit den Journalisten. Und das finden wir heute heraus als Journalisten und sprechen mit dem Pressesprecher darüber, wie er Hubertus Heil auf Konferenzen vorbereitet, wie der Alltag aussieht und eben wie sie mit uns sprechen. Und das finden wir jetzt heraus. Und gerade ist er an uns vorbeigefahren. Er fährt da hinten weg. Ja, wir haben lange gesprochen mit dem Pressereferenten und der hat uns erzählt, dass er gestern Abend zusammen mit Hubertus Heil zu Maischberger gefahren ist. Und das war schon ziemlich spannend, fand ich. Und heute hat er sich ja Zeit für uns genommen und uns erklärt, wie er mit den Medien und den Journalisten umgeht, wie er Hubertus Heil beispielsweise für ein TV-Format brieft, wie er Journalisten auf Anfragen antwortet und wie er sich selbst auf die Bundespressekonferenz vorbereitet. Einiges gelernt also. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren gerade zu Gast bei der Bundespressekonferenz und es ist total spannend gewesen zu sehen, wie Nachrichten eigentlich entstehen. Und zwar nicht bei der dpa auf dem Schreibtisch, sondern hier in einer Konferenz, wo Journalistinnen und Journalisten den Pressevertretern der jeweiligen Ämter Fragen stellen können zu den aktuellen Sachen, die gerade so los sind. Das war richtig cool zu sehen, weil das hier alles wird auch ehrenamtlich gemacht von Journalisten, die selber wissen, wie das abläuft, wie man direkte Fragen gerne haben möchte und die Antworten dazu. Und das wird hier einfach dreimal die Woche regelmäßig gemacht und da sind verschiedene Leute dann dabei. Es wird eigentlich über alles gesprochen, zum Beispiel auch gefragt, ob die Minister gerne Schokolade essen. Sehr spannend, man war so richtig am Puls, ja. Am Puls der Politik dabei. Richtig cool. Hi, wir sind hier in Berlin bei Radio 1 und gucken uns heute einen Live-Talk über die Berlinale an. Genau, und normalerweise regeln wir ja das Ganze und spielen mit den Reglern, aber heute dürfen wir zuhören und vor allem auch zuschauen. Wir freuen uns. Ja, der Live-Talk bei Radio 1 ist vorbei. War mega spannend, fand ich, einfach mal so die Leute hautnah zu erleben und auch zu erfahren, was ja so hinter diesem Film steckt. Ja, ich fand richtig krass, dass einfach gleichzeitig auf Deutsch und Englisch gesprochen wurde und der Moderator richtig die Skills ausgepackt hat und hier einfach übersetzt und Interviewfragen gestellt hat. Also das war echt krass. Ja. Ich bin begeistert. Wir waren bei der Bild-Zeitung an einem ganz historischen Tag. Erstmal standen wir vor dem großen Axel Springer Hochhaus und haben uns gefragt, gehen wir jetzt in den Altbau oder in den Neubau? Wir sind also zuerst mal in den Altbau gegangen und es war ganz spannend, denn die ganzen Redaktionsräume waren komplett leer geräumt. Man hatte zwar immer noch den wunderschönen Blick über Berlin, hat jetzt aber nicht so richtig viel Redaktionsalltag gesehen, weil die alle an dem Tag, wo wir da waren, tatsächlich in den Neubau umgezogen sind. Wir haben uns dann da oben auf den Boden gesetzt und haben einige Fragen beantwortet bekommen von einem Menschen, der bei der Bild sich um das ganze Thema Audio kümmert. Und dann sind wir rüber in den Neubau. Also die Bild hat jetzt ein neues Konzept, da ist alles quasi auf einer Ebene.
Der Geschäftsführer ist also nicht weit weg von der Redaktion und so weiter. Und eben, es gibt neue Videoräume, neue Studios quasi. Ja, also es war schon mal sehr interessant, dahinter die Kulissen zu schauen, und war eine coole Erfahrung. So, die nächste Station. Wir befinden uns gerade im ARD Hauptstadtstudio hier in Berlin und haben gerade ein zweistündiges, sehr, sehr spannendes Gespräch mit einer Korrespondentin aus dem Bundestag quasi gehabt, die uns über ihre Arbeit berichtet hat und wie nah sie teilweise an den Politikern dran ist und ja, alles übersetzt für uns, dass wir es auch verstehen. Hier ist ganz schön viel Zeitdruck. Alles muss relativ schnell passieren. Manchmal haben die nur 20 Minuten Zeit, um so einen Beitrag wirklich komplett zuzuzurbeln. Muss aber auch schnell gehen. Wir leben in einem schnellen Medium. Und das ist extremst spannend, mal sich reinzuhören und mal zu gucken, was so passiert. Wir haben so viele verschiedene interessante Leute getroffen. Wir haben so viele verschiedene Fragen beantwortet bekommen. Eine noch nicht. Und zwar die nach unserem knurrenden Magen. Das machen wir jetzt im Dolden Mädel. Und das ist richtig cool. Da treffen wir so viele verschiedene Leute. Jetzt haben wir die Nina hier bei uns. Da sind wir auch sehr froh drum. Und ich würde sagen, jetzt wird es dann Zeit aufs Radio segeln. Lobbyarbeit ist nicht nur schlecht, aber auch nicht nur gut. Es kann für einen guten Zweck eingesetzt werden, aber was das auf jeden Fall sein sollte, ist transparent. Und das haben wir heute bei einer kleinen Stadtführung von Lobby Control erfahren, wo wir zu verschiedenen Lobbyorganisationen gegangen sind und dort herausgefunden haben, wie diese Lobbyisten mit der Regierung interagieren, um ihre Punkte durchzusetzen. Last one, best one, sagt man so schön. Heute waren wir nochmal beim DJV, beim Deutschen Journalistenverband, und haben hier ein bisschen mehr darüber erfahren, was man so alles tun darf oder tun soll und nicht tun muss. Das war irgendwie mal ganz cool zu sehen, was die Tatsachen sind und irgendwie nicht mal von den Chefs irgendwie gesagt bekommen, ja, wenn du das nicht machst, dann sinkst du in meiner Sympathie. Und auch so ein bisschen perspektivisch war es ganz cool. Wir haben ganz viel darüber geredet, wo kann es für uns hingehen, wo soll es für uns hingehen, was ist die Zukunft überhaupt vom Journalismus, wie weit ist KI da involviert. War wirklich sehr, sehr spannend. In diesem Sinne, jetzt noch Essen fassen, die letzten Stunden in Berlin genießen. Richtig. Und damit verabschieden wir uns von dieser Medienexkursion aus Berlin. Es war super. Hallo, wir stehen gerade... Warte, ich sag auch Hallo. Okay, Entschuldigung. Brauch mich mehr auf dem Monitor, ich kann mich nicht hören. Ein High Five darauf. Yeah. Profis am Werk. Fertig.